Es ist auch mein erster Podcast. Okay, super. Also, das ist unser erster. Genial. Wir gehen hier beide ganz locker rein und durch. So, Achtung, Kabinus. Warte. Das startet aber jetzt noch nicht, oder? Da gibt es noch so eine Art Klappe, oder? Nein, es ist schon voll in Gang. Es läuft alles schon. Wir kommen zum Podcast zusammen. Mhm. Unser erster Podcast, mein erster Podcast. Genau. Deshalb, weil ich natürlich viel unterwegs bin. Was wünscht man sich eigentlich so von jemandem, der hier vielleicht mal in einem Bundestag einzieht oder in einem Mandat erringt und so weiter und so fort? Im Fokus stehst du. Wie war dein Lebensweg bis zum heutigen Tage? Zwei, drei Stichpunkten. Und also ich habe unglaublich wo viel stehst erlebt. Du jetzt? Ja. Unglaublich viel erlebt bisher in meinem Leben. Ich bin mit meiner Tochter. Ich habe eine 17-jährige Tochter. Seit anderthalb Jahren ungefähr selbstständig, wo ich reingeschmissen worden bin, was nicht geplant war in keinster Weise. Also das ist ein Friseurgeschäft, ne? Ich habe ein Friseurgeschäft und hatte praktisch 2 Wochen Zeit, um Ja oder Nein zu sagen. Ja. Das war also gigantisch. Dein Salon ist hier in Munster. Der ist hier Wir in Munster, sitzen ja. mhm. hier im Studio in Ilster und in Munster am Brunnen, ziemlich zentral. Friedrich-Heinrich-Platz. Ja, super, okay. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist der organisiert? Wie viele Leute arbeiten da? Oh ja, mittlerweile sind wir 6 Mitarbeiter, also ich und 6 Mitarbeiter. Meine Tochter und ich hatten uns Anfang letzten Jahres, Mitte letzten Jahres darüber unterhalten, dass das alles so perfekt ist, wie das zwischen uns oder was jetzt in unserem Leben passiert ist mit dem Salon und alles. Da muss irgendwas kommen. Ja. Und zack, kommt Corona. Ja, da kommen wir gleich drauf. Ich habe gehört als Stichwort, du hattest auch ein bewegtes Schicksal irgendwie im Vordergrund und hast dich dann sozusagen wieder auf diesen Weg zurückerkämpft. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Ich hatte 2007 einen ganz, ganz schweren Autounfall. Ja, okay, was ist da passiert? Ich arbeite bei der Polizei, das ist mein tägliches Geschäft. Ich habe mich mehrfach überschlagen. Ja, okay. Es ist aber nicht festzustellen, warum. Ja. Also ich weiß es nicht mehr. Ich saß Gott sei Dank alleine im Auto. Ich habe wahrhaftig Alkohol getrunken. Ich hatte 0,38 Promille. Okay. Aber ich habe den Unfall, also es war ein Glas Wein, aber ist ja schon meine Schuld. Musste ich alles bezahlen. Ja. Die Bäume, die ich platt gemacht habe, mein Auto total schaden. Dann mein Körper total schaden. Ja. Also mein Genick war gebrochen. Ich hatte 38 Mal die Rippen gebrochen. Meine Lunge war kaputt. Ich denke, ich habe jetzt ganz furchtbar viel vergessen, was noch alles kaputt war. War dann 2 Jahre krankgeschrieben, 5 Jahre Frührentner. Ja. Und dann kam der Weg zurück. Habe ich es geschafft? Das sagen heute noch Leute zu mir, dass du das noch geschafft hast, dass du jetzt einen eigenen Salon hast. Das ist so wunderbar. Ja. Das können die alle, also viele sagen, das können wir gar nicht glauben. Das ist unglaublich. Ja. Ja, das zum einen. Also das ist ein beeindruckender Weg, keine Frage. Ja. Aber zum anderen eben auch jetzt speziell jetzt gerade in dieser Zeit auch schwer. Mhm. Jetzt ist der Salon vermutlich zu. Ja. Wie viele andere kleine Geschäfte auch. Also du bist ja eigentlich klassisch betroffener Unternehmer, auch der Corona-Situation. Mhm. Selbstverständlich geht es auch darum, in diesen Tagen zu fragen, wie geht's dir gerade? Also erzähl einfach mal, was macht das gerade mit dir und mit deinem kleinen Geschäft? Oh. Ich bin ein Handwerker. Im Grunde von der Politik würde ich mir wünschen, dass die zu uns stehen, dass ich weiß es nicht, ich muss Krankenversicherung stunden, ich muss Finanzamt stunden, was ich alle stunden muss, Strom. Und da sind so viele Dinge, wo ich gar nicht drüber nachdenke, weil ich keinen Plan habe von diesen Sachen, dass mir jemand sagt, dass die mich anschreiben und sagen, sie können das jetzt stunden, wenn sie wollen. Und ich kann ankreuzen, ja oder nein, und schicke es wieder zurück, um mir zu helfen, was das anbetrifft jetzt aus diesen... Es ist keiner da, der mir sagt, geh diesen Weg. Ich muss jeden Weg selbst erklingen. Und ich sitze stundenlang vorm Internet, habe überhaupt gar keine Ahnung, habe jetzt vor 4 Tagen einen zweiten Schritt gefunden, den ich jetzt auch noch gehen kann. Ich bekomme ja momentan keine Hilfe. Ich bekomme keine Dezemberhilfe, keine Novemberhilfe. Also... Warum nicht? Ich hatte letztes Jahr im Dezember weniger Umsatz als dieses Jahr im Dezember. Ah, okay. Aber mein Geschäft wächst ja. Ich habe mehr Mitarbeiter. Ich habe meine Azubis arbeiten wesentlich mehr mit. Natürlich kommt mehr Geld rein. Mhm. Und Geschäft soll ja wachsen. Mhm. Und das ist halt super unfair, dass die sagen, nö, du kriegst nichts. Ja. Du hast jetzt selber Schuld. Du hast zu viel Umsatz gemacht. Aber es reicht ja nicht. Ja. Wie soll ich jetzt die Gehälter bezahlen? Ich stehe jetzt gerade wirklich da und denke, oh Mann, was mache ich? Ja. Wie soll ich da durchkommen? Wie soll ich jetzt diese Krise überstehen? Hast du Miete, die du zahlen musst in dem Geschäft? Ja, ich habe Miete, ich habe Gehälter, Versicherung, es läuft ja trotzdem. Steuern,
Steuernstunden kann ich nicht, habe ich nicht hingekriegt. Krankenkassen, ja, hat alles funktioniert, aber mit den Steuern bin ich noch nicht durch. Die Anträge selbst reichst du an über den Steuerberater, oder? Nein. Sondern das muss ich ja bezahlen. In Eigenregie. Alles, was ich vom Steuerberater machen lasse, sagt er auch immer zu mir, Frau Bertram, das müssen Sie bezahlen. Mhm. Kann ich nicht, woher? Also muss ich das alles alleine machen. Kam denn von der ersten Hilfsfinanzierung des Landes was bei dir an? Denn also der erste Lockdown lief wirklich super. Um Gottes Willen, super nicht. Aber ja, da, ich weiß, was du meinst. Ja. Die Hilfen kamen zwar auch erst eine Woche, bevor ich mein Geschäft wieder öffnen durfte, aber es kam. Ja, das deckt sich auch mit den Gesprächen, so, die ich führe. Und das ist so, die aus den Landeshilfen heraus kam das recht schnell. Und die Bundeshilfen scheinen sich zu verzögern. Da gibt es jetzt das Hilfspaket 3. Da soll ja auch noch mal einiges gelockert werden und einige Vereinfachungen, Zugänge, genau, richtig. Versprichst du dir da vielleicht auch noch mal einen Ansatz? Das habe ich heute versucht, ja. Ja. Ja, und meine Hausbank hat es abgewiesen. Okay. Und dann bin ich eine Bank weitergegangen. Da habe ich jetzt am Montag einen Termin, die übernehmen das. Ja. Ja, und da kann ich jetzt von dem Umsatz, den ich im Jahr 2019 gemacht habe, davon kann ich 50% aufnehmen, brauche ich gar nicht. Ja. Als Schnellkredit praktisch. Ja. Aber ich möchte eigentlich gar keinen Kredit aufnehmen. Das sagen mir viele. Aber ich muss es jetzt tun, aber nur um das Loch zu stopfen, in dem ich mich jetzt befinde. Sobald die Januarhilfe kommt, die ich tatsächlich bekomme, kann ich ja den Kredit wieder abbezahlen. Aber es muss mir jetzt geholfen werden, nicht erst in 2 Wochen. Jetzt, am besten gestern. Ja. Ja, ja, das ist die Dringlichkeit, die ich verstehe. Mal ganz neben den rein formellen Dingen, die es eigentlich zu bewältigen gilt und zu beantragen und Steuerberater ja oder nein oder Formulare oder Bürokratie, die dahinter steht, die ja auch sicherlich gerechtfertigt ist, um Missbrauch zu verhindern, auf der anderen Seite aber schnell laufen soll. Gar keine Frage. Wie geht es dir ganz persönlich mit der Krise jetzt? Du hängst sicher wahrscheinlich auch daran, du hast deinen Lebensweg gerade skizziert, da steckt viel Arbeit drin, wahrscheinlich auch viel Leidenschaft. Mitarbeiter, den man sich auch verpflichtet fühlt als Arbeitgeber. Was macht das mit dir emotional jetzt in diesen Zeiten? Ja, Hölle. Das ist, also es raubt mir den Schlaf. Jetzt geht's schon los. Es macht keinen Spaß, nein. Also ich bin da mal ganz glücklich, dass ich meine Tochter habe. Ja. Die unterstützt mich unglaublich. Ja. Meine Mitarbeiter stehen hinter mir, das ist unglaublich. Die sagen auch zu mir, Kerstin, du brauchst 1 Monat mein Gehalt nicht zu bezahlen. Wo ich dann sage, natürlich, du brauchst doch auch dein Geld. Aber die würden, also nicht alle, um Gottes Willen, aber jetzt einer hat wahrhaftig heute zu mir gesagt, du brauchst mir das nicht geben, lass das, brauchst du mir nicht geben. Und da ist natürlich dann wieder, wo ich sage, oh, ich bin so glücklich, dass ich auch von denen Unterstützung bekomme jetzt. Ihr seid wahrscheinlich in den kleinen, also die kleineren Firmen geben mir das auch so zurück. Ja. Das sind ja auch meistens gut eingespielte Teams, enge Teams, sehr familiäre Stimmung. Genau, wir schreiben so oft, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir immer wieder miteinander schreiben. Da fühlt man sich auch verpflichteter dann nochmal. Ja, oder auch nicht alleine gelassen, ne? Weil, also was heißt alleine gelassen, bin ich trotz alledem, die können mir ja nicht helfen, was das dann betrifft, aber ich weiß, die stehen hinter mir, die sind da für mich und ziehen das mit mir durch. Ja. Hast du Kurzarbeit beantragt für deine Mitarbeiter? Ja, habe ich. Ja. Aber prozentual muss ich trotzdem dazu bezahlen. Ja, klar, das stimmt. Ja. Und mein Konto ist jetzt in Anführungsstrichen auf Null, mein Geschäftskonto. Und die Gehälter müssen jetzt ja raus. Mhm. Wovon soll ich das bezahlen? Das Kurzarbeitergeld musste ich heute unterschreiben und das kommt jetzt in 2 Wochen, wenn ich Glück habe. Ja. Und woher soll ich jetzt die Gehälter bezahlen? Haben deine Mitarbeiter auch Kinder? Ja. Ja, teilweise schulpflichtig? Mhm. Okay, dann verstehe ich natürlich auch den Druck, der dahinter ist auch nochmal. Ne? Dafür ich, in den letzten Telefonaten sind mir da Geschichten begegnet, die machen mich ja also wirklich, also regelrecht traurig und betroffen. Ja. Und Eltern mir sagen, die können sich die Druckerpatronen nicht mehr leisten, die vorher selbstständig waren, so wie du das auch bist, mit kleinen Geschäften, die sagen, es passt noch für einmal Miete. Meine dann, Tochter wird 18. Dann ist das Geld leer. Ja. Meine Tochter wird 18 im Februar. Die braucht sich, also sie sagt doch, Mama, ich wünsche mir jetzt gar nichts. Ich sage, danke, weil könnte ich jetzt gar nicht. Dass das alles zusammenbricht, davor habe ich Riesenangst, dass ich das nicht schaffe. Ja. Dass es dann heißt, nee, kriegen wir nicht hin. Oder mein Vermieter jetzt sagt,
du zahlst die Miete nicht, geht nicht, du musst raus, wie auch immer, was auch immer passieren kann. Also. Diese Gespräche führe ich deshalb, um das mitzunehmen, und ich kommuniziere alles nach oben. Also an die Kolleginnen und Kollegen, zu denen ich direkten Zugang habe, denen ich diese Schicksale mit auf den Weg gebe. Und das mache ich von Anfang an. Und ich glaube, auch phasenweise ist das auch mindestens schon in dieses Hilfspaket 3 eingeflossen. Diese Erfahrungen, die von der Basis nach oben getragen werden. Ja. Und das ist eigentlich so die Pflicht, die ich gerade sehe. Hast du diese Unterstützung von allen Seiten? Kommt denn die Politik auch auf dich zu, um dich herum, und spricht mit dir über dieses Problem? Nein. Nein. Okay, also ist das das erste Gespräch in dieser Art, was du darüber führst, wo du das so direkt mal loswerden kannst. Wie fühlt sich diese Zeit für dich an? Also jetzt momentan ist das alles kaum zu glauben, was passiert, egal in welchem Bereich. Schwarzarbeit boomt jetzt. In Anführungsstrichen. Schwarzarbeit boomt jetzt. Alle gehen los und arbeiten ihre, also Haarschnitte, Friseur meine ich jetzt überwiegend natürlich. Und geh mal einkaufen, guck dir die Leute an, die haben alle geschnittene Haare. Da ist kaum einer mit kurzen oder mit überlangen Haaren. Ja, du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn du mir ins Gesicht guckst als... Also mit dir kann ich keinen Kunden als gewinnen, Profi, ganz sicher. Als Profi-Friseur, dass das Thema für mich eins ist, das mir zugetragen werden muss. Ja, genau. Aber da denke ich mir zum Beispiel, dass die Leute da auch die Augen öffnen müssen und sagen, beim Friseur wäre es sicherer. Hundertprozentig wäre es sicherer, wenn die Friseure aufhaben. Diese ganze Schwarzarbeit-Geschichte jetzt, die gehen von Haus zu Haus. Die setzen garantiert keine Maske auf, die lüften garantiert nicht vorher, desinfizieren garantiert nicht die Plätze. Mit Sicherheit nicht. Bei uns beim Friseur wäre es mit Sicherheit besser. Ich kann mir das gut vorstellen. Also wie wir jetzt schon auch hier in dieser Studiosituation penibel darauf achten, dass alles eingehalten wird, ist das wahrscheinlich bei den Friseuren ja von Anfang an auch so gewesen. Das, was ich beobachten konnte, also ich meine, auch ich habe ja Familie und nicht alle tragen die gleiche Frisur. Also auch da geht mal der ein oder andere zum Friseur. Habe ich eigentlich gesehen, dass das gut umgesetzt wurde. Ja. Und in der Gastronomie natürlich auch, da gebe ich dir recht. Genau, die haben ganz, ganz viel am Anfang gemacht und dann durften sie nur die Hälfte belegen. Und dann haben sie noch mehr investiert in Filteranlagen und so weiter und so fort und dann mussten sie schließen. Und trotzdem mussten sie schließen. Und das war dann sozusagen das Dankeschön, was viele so empfinden. Genau. Du sagtest vorhin, dass du ganz froh bist, auch deine Familie zu haben, dass dich deine Tochter gerade in diesen Zeiten unterstützt. Was ist das für eine Unterstützung? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist sie mental für dich da? Ja, Stärkt sie? Ist das ein enges Band zwischen euch? Extrem. Oder überweist sie dir jeden Monat einen Betrag, damit du über die Runden kommst? So weit habe ich sie leider noch nicht. Kann ja wahrscheinlich auch nicht jeder. Das ist ja auch, also ist ja auch wahrscheinlich ein großer Ball. Was macht sie? Also aktiv? Sie macht definitiv eine Ausbildung als Zahntechnikerin und sagte jetzt auch zu mir, Mama, ich bekomme jetzt ja wieder Geld. Wenn es gar nicht mehr geht, ich kann das auch bezahlen. Ich merke das, dass sie meine Nähe momentan viel mehr sucht. Ja. Also, weil sie spürt, dass es mir nicht gut geht, wenn ich dann da wieder auf meinem Sofa liege und dann, oh Mama, und dann, also es ist so einfach... Anders. Ne? Oh, soll ich was kochen, fragt sie, dann kocht sie. Oder sie kocht mit mir zusammen, was sie vorher nicht so gerne gemacht hat. Ja. Also sie merkt schon, dass ich momentan doch mehr Nähe brauche, mehr. Das ist natürlich etwas, was auch eigentlich nur Familie leisten kann. Geht nicht anders, wie wichtig doch Familie ist, gerade in diesen Zeiten, merkt man doch besonders deutlich, glaube ich. Ja. Ich das jetzt so zusammenziehe und mir das vorstelle, Verantwortung für die Firma, für die Mitarbeiter, den Haushalt zu Hause, deine Tochter macht eine Ausbildung, da will man vielleicht auch noch unterstützen. Das Geld reicht gerade vorne und hinten nicht. Wie bestreitest du dein Leben jetzt zurzeit? Wie kommst du durch? Von Ersparnissen vermutlich? Einerseits von Ersparnissen, Rücklagen, die natürlich noch nicht allzu groß sind in der kurzen Zeit. Ich mache momentan ganz viel zu Hause. Ich putze, ich räume um, ich baue um, ich muss mich irgendwie ablenken. Meine Hunde leiden sehr darunter. Was hast du denn für Hunde? Ein Golden Retriever und ein Mini-Yorkshire. Und der Mini-Yorkshire, die wird immer kürzer vom Fell, weil ich da immer wieder mal schneiden muss. Also die muss da, da darf ich ja. Aber, das ist dann das Kompensationsmittel, genau. Dass du im Salon nicht schneiden kannst, weil so der Hund frisiert. Genau, der Hund wird frisiert, ja. Wir sind langsam am Ende unseres kleinen Plausches. Hast du noch eine Botschaft für mich? Du weißt, ich bin 17 Jahre Polizist und bin eigentlich in der Gesellschaft unterwegs. Ich habe mein Mandat jetzt schon in der Bevölkerung und habe mein Eid darauf geleistet. Das ist das, was ich später mitnehmen möchte. Das gebe ich dir als Botschaft mit. Was mich betrifft, hast du eine für mich? Also erstmal, ich weiß nicht, dass du seit 17 Jahren Polizist bist. Das weiß ich jetzt. Also, dass du Polizist bist, ja, aber nicht wie lange. Ich würde mir ganz dolle wünschen, einfach, dass du genauso bleibst, wie du bist. Dich weiterhin so auch...
um die Menschen kümmerst und nicht einfach nur reden, sondern auch handeln. Weißt du, was ich sagen möchte? Also ich kann das jetzt, glaube ich, ganz, ganz schwer ausdrücken, aber ich finde das jetzt eine ganz, ganz tolle Geschichte, dass ich die Chance habe, mit jemandem aus der Politik über sowas reden zu können und mich ausheulen zu können und motzen zu können. Und wenn du das so weitermachst, das wäre gigantisch, ja. Dafür bin ich da. So wollen wir es uns behalten und bewahren. Super. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich.